Hallo Freunde des fröhlichen Monsterschlachtens, wir wollen heute das Angren-Schwert ausprobieren und suchen dafür einen Gegner. Oh, hier ist ein Ort. Eure Hoheit, unter diesen Ruinen liegen massenhaft Gold und Geld. Wir können es ausgraben, aber es benötigt Zeit und besondere Ausrüstung. Wie lauten eure Befehle? Versuchen können wir es. Gabor soll die Ausgrabung leiten. In diesem Bereich macht ihm niemand etwas vor. Also Gabor könnte noch bei uns sein, wenn wir anders gehandelt hätten. 400 Gold für 205, also 400 Gold zu kriegen und 205 Holz wegzugeben, werden wir nicht tun. Wenn wir Gabor noch hätten, was, warte, ich muss noch einmal genau ganz gucken. Dann würden wir einfach, ja, selbst dann hätten wir es nicht gemacht. Also, nicht so schlimm. Hier war noch irgendwas, oder? Ja, ein Loot. Ein Loot. Hier ist ein Loot. Da ist noch mehr Loot. Hier ist ein Shrine. Und hier ist bestimmt ein Icon. Ja, ein Puzzle gegen Nilfgaard. Mal wieder. Die nilfgaardischen Soldaten merkten schnell, dass Angren ein Höllenloch ist. Sie vermieden die Stationierung dort, wo sie konnten. Daher waren die Außenposten im Sumpf überwiegend mit Verbannten, neuen Rekruten und solchen bemannt, die von nilfgaardischen Standgericht verurteilt worden waren. Zerstöre alle gegnerischen Einheiten. Tipp Mewe ist bereit, Todesstöße zu versetzen. Also das Siegel. Füge einer Einheit einen Schaden zu. Kehre eine Verbindung einer, wird sie zerstört. Verschiebe sie nicht auf den Friedhof, sondern nimm sie auf die Hand. Verwandle einen zufällig gewählten Rekruten in einen unerfahrenen General. Rekrut. Generiere einen Rekruten in derselben Position. Okay, also wenn wir Rekruten töten, kommen einfach Rekruten wieder. Verwandle einen zufällig gewählten Rekruten in einen unerfahrenen... Hä? Ich störe alle gegnerischen Einheiten. Achso. Ah, okay. Wir müssen immer den unerfahrenen General töten. Eifer, Einschränkungen, Befehl. Zerstöre zwei Karten zur Rechten. Handelt es sich um Einheiten, verbessere diese Einheit um deren Gesamtstärke. Sei davon ein Artefakt, verbessere die Einheit stattdessen um ihre eigene Stärke. Warum sollten wir das tun? Verschiebe sie nicht auf den Friedhof, sondern nimm sie auf die Hand. Ah! Ah, alles klar. Also, was wir auf jeden Fall machen ist, erstmal hier irgendwo ein Bolzen. Einen Schaden aufzumachen. Brauche ich nicht. Und dann zwei und dann, ja, das bringt leider nicht so viel. Ah, doch, ich sehe den Unterschied. Zwei und drei. Ah, ne, das bringt nichts. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Die Blende geht hier hin und markiert den. Zu beenden. Ach, scheiße, das war doof. Die hätte oben in die Reihe gemusst. Moment, wir machen das Ganze nochmal. Also. Der geht hier hin. Ich brauche ein Ziel. Schießt einen Schaden. Genau. Zug beenden. Dann geht der hier hin. Wählt den aus. Zug beenden. Dann geht der hier hin. Schütze zu Diensten. Drei Schaden. Mewe macht einen Schaden. Achso, die hat. Hat da sogar Befehle. Der jetzt. Rüstung wird ihn nicht. Vier Schaden. Und sie schlägt zu. Zu Ben. Das macht der fünf Schaden. Lyrian! Zu Ben. Das macht der. Ein Bolzen. Fünf Schaden. Mehr brauche ich nicht. Hä? Warum sollten wir das jetzt nochmal machen? Verstehe ich nicht. So. Der macht 5. Ich brauche ein Ziel. Zu beenden. Achso, doch, wir hätten. Oh, egal. Brauchen wir nicht. So, der geht hier hin. Zu beenden. Der geht nach hier. Wenn der Ring nicht abgeht, muss sagt, zerstört die beiden, die kommen auf unsere Hand zurück. Und du kannst, keine Ahnung, 3 auf den machen. Auch wenn du es nicht musst, aber egal. Und nochmal 3 auf den. Ha!
So, Zug beenden. Ja, und der geht jetzt hier hin und... Schütze zu Diensten! Okay, gucken wir mal an, was wir hier alles so haben. Da war noch Loot. Oh, eine Schatzkarte. Das ist dieses Lager? Ja, einfach da ist ein Schatz. Oder da? Also irgendwo hier. Da. Ich würde sagen, der war doch nicht weit weg. Hinke Harwin. Und Gold. Wir haben mittlerweile 22.000 Gold. Ich glaube, wir könnten, wenn wir Holz kaufen würden, könnten wir, glaube ich, schon alles bauen. So. Neue... Nee, da, achso, das wissen wir. Hier ist noch ein interessanter Ort und noch Beute. Und dann geht es nur noch da hoch. Ist der interessante Ort im Lager? Nein. Von Herzog Adal Ebdahi, Großkanzler bla 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 bla, an Oberst Leiktrifrün. Oberst, ich vertraue euch eine Mission an, die äußerste Verschwiegenheit erfordert. Graf Caldwell ist allmählich nicht mehr nützlich für uns. Wir müssen ihn bald loswerden. Aber so, dass wir unseren anderen Verbündeten im Norden keine Angst einjagen. Nachdem der Graf bekanntlich Wein und Schnaps liebt, sollte Gift am wirkungsvollsten sein. Wir werden den Plan umsetzen, sobald Königin Mewe keine Probleme mehr bereitet. Das sollte nicht mehr lange dauern. Wartet auf mein Signal. Ja, ja, ja. Sie wird einfach ständig unterschätzt werden. So. Dann nur noch links hoch und da noch einmal in das Dörflein rein. Wahrscheinlich kommen wir doch, so schnell wie wir jetzt durchgekommen sind, doch noch zur Hauptquest diese Folge. Außer dieses Ereignis ist jetzt sehr lang. Gucken wir mal, was hier so passiert. Oh, das ist gar kein richtiges Ereignis. Wir bezahlen 1500 Gold für 2000 Holz. Jawohl. Geil. Das war ein schöner Tausch. Können wir gleich direkt bauen. Meine Königin, ein einheimischer Bauer namens Gusimir bittet um Audienz. Er meint, er habe ein seltsames Objekt in den Elfenruinen gefunden. Behauptet, es gäbe eine Art magische Aura ab. Ich kann nicht bestätigen, ob er die Wahrheit spricht. Er selbst ist allerdings von einer alkoholischen Aura umgeben. Möchtet ihr das sogenannte Artefakt kaufen? Ja, möchten wir. Auch wenn die Karte, die wir da bekommen, jetzt nicht so krass ist, aber... Gut. Die blutige Herrin verachtet alle, die ihre Diener töten. Ach, wäre es doch Winter. Der Sumpf wäre zugefroren und Lücken würden draufgehen. Herrin, da ist eine Zecke hinter eurem Ohr. Sie platzt bald. Vorsicht. Die blutige Herrin. So, das war's. Das dürfte es gewesen sein. Ja, dann... Ach ne, hier ist noch ein bisschen was. Ah, das wird wahrscheinlich dann doch noch ein Sekündchen dauern. Wir können jetzt erstmal bauen. Wir haben 4000 Holz. Genau. Das hier für 2000. Und... Oh, was haben wir? Erfolg freigeschaltet. Schalte alle Gebäude von Renal frei. 1500. Machen wir das noch. Zack. So, jetzt nur noch insgesamt 5000 Holz. Und dann haben wir es geschafft. So, weiter geht die wilde Fahrt. Hier hoch. Hm, kommen wir da dran vorbei? Hm, nein, kommen wir nicht. Dann doch nicht da hoch. Dann erst runter und dann hoch. Majestät, der Karte nach nähern wir uns Tuzla. In Angren nützen Karten nichts, fürchte ich. Wir machen bald Halt und bestimmen unsere Position. Mewe spürte, dass ihr Pferd lärmte und befahl zu halten. Ein Dorn steckte im Huf ihrer Stute und trat sich mit jedem Schritt tiefer ein. Das Pferd wieherte ängstlich, aber Mewe wusste, wie sie es beruhigen konnte. Sie streichelte ihre Wange und murmelte leise in ihr Ohr. Dann konnte sie den Dorn problemlos herausziehen. Darf ich kurz stören? Die Druidin stand hinter Mewe. Hier trennen sich unsere Wege. Wir haben ein bescheidenes Geschenk als Dank für euch. Auch für eure Hilfe beim Obelisken für die Sumpfgötter. Mewe wollte antworten, doch die Druiden waren schon auf dem Weg zum Wald. Die Säckel über der Schulter. Als sie außer Sicht waren, öffnete die Königin das Bündel. Das Geschenk war alles andere als bescheiden. Hm. Ja, das hat 1500 Gold und 500 Holz gegeben. Die Bäume wollen uns hier nicht mehr. Sie rauschen für jemand anderen. Das Land ist krank.
Befallen von einem Parasiten, der immer stärker wird. Ja, ich denke, wir müssen noch ein sehr starkes Monster irgendwann besiegen. Fäulnis geht von Isgit aus. Dort lauert etwas Böses. Fäulnis geht... Okay, Isgit. Merken wir uns. Majestät, einer unserer Speer hat einen hohlen Baumstamm voller Gold und Edelsteinen gefunden. Als er einen herausholen wollte, holte er sich nur eine blutige und verstümmelte Hand. In diesem Baum befindet sich etwas mit sehr scharfen Zähnen. 7 Rekruten für 500 Gold und schlechte Moral. Also, ich würde zwar die Rekruten abgeben, um Gold zu holen, aber ich habe keinen Bock auf schlechte Moral, weil, ja, das ist uns das Gold auch nicht wert. Wir haben jetzt immer noch 13.000, nachdem wir gerade verdammt viel gebaut haben. Und das sind die 500, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da ist ein Schrein. Wir haben. Oh, gut, dann können wir uns eigentlich auch schlechte Moral holen. Aber dann eh wieder gute Moral. Aber erstmal gucken wir uns das ja noch an. Na, das ist noch ein Ereignis. Die tanzen, die sind fröhlich. In der Maienzeit hat er ein Weib gefreit. Schön fest rundherum. Nur ihr Buckel war krumm. Meber und der Reiter neben ihr tauschen erstaunte Blicke. Was waren das für wüste Gesänge? Sie schienen aus unmittelbarer Nähe zu kommen und die Person hatte offenbar schon einige Humpen geleert. Augenblicke darauf kamen die müden Lyrier zu einem Dorf, in dem ein großes Freudenfeuer brannte. Bauern tanzten um das Feuer herum, barfuß, lachend und unbesorgt. Allmählich bemerkten die Leute Mebes Anwesenheit und verstummten. Die Kinder versteckten sich hinter den Eltern. Hallo, sagte Mewe. Wir tun euch nichts. Was feiert ihr denn? Eine Hochzeit? Nein, Herrin. Heljas. Die Götter waren gnädig. Sie haben uns die Fallen und Netze gefüllt. Es ist Zeit, ihnen zu danken. Ups. Ja, ihr habt Grund, dankbar zu sein. Ja, Herrin. Wir sind zwar arme Leute, aber eine Königin muss auch essen. Majestät, bleibt über Nacht und feiert mit uns. Es gibt Musik und viel Platz am Feuer. Ich habe das Gefühl, dass da jetzt noch irgendwas Schlimmes passiert, aber wir bleiben mal. Warum nicht? Sagte Mewe und saß ab. Wir haben wohl alle eine Rast verdient. Die Lyrier ließen sich nicht zweimal bitten. Sofort warfen sie Rüstungen und Helme von sich und stürzten sich in Tanz und Schmaus. Zu den Klängen von Flöten, Fiedeln und Trommeln feierten sie bis tief in die Nacht, rasteten und vergaßen Nilfgaard und die vielen Ungeheuer in den Sümpfen. Diesen Abend würden sie lange nicht vergessen. Das Gelächter, die tanzenden Bauernmädchen, das herrlich kühle Bier, das knusprige Brot. Vor allem ein Gespräch, das Mewe mit anhörte, blieb ihr in Erinnerung. Kein bisschen? Nicht das Allerkleinste? Nochmal, es geht dich nichts an. Natürlich nicht. Sonst wäre ich ja auch nicht so neugierig. Na schön, dann bleib stumm. Aber ich sehe ja, wie du gaffst. Augen wie der Sommerhimmel, Haar wie Weizenfelder. Wovon sprecht ihr? Euer Majestät. Kein Moment zu früh. Reynard und Mewe sitzen was auf einem Baum. Was begafft Reynard? Ach, die neue Balliste natürlich. Herrliche Arbeit, das reinste Kunstwerk. Man kann seine Augen nicht abwenden. Die Balliste, klar. Die Balliste, sagst du? Ganz genau. Mhm. Und was ist an der besonders? Ist das Holz so glatt? Sind die Kurven so anmutig? Die Winkel so verwegen? Majestät. Ich würde es vorziehen, nicht. Schon klar, Rinna. Ich weiß, Männer reden gerne über Ballisten. Ich dränge mich nicht auf. Mewe ging wieder zum Feuer, setzte sich auf einen Baumstumpf. Puh, das war knapp. Ich... Psst. Und lächelte still in sich hinein. Mewe erwartete, dass die Dörfler für ihre Bewirtung eine Bezahlung verlangen würden, aber die Bauern erwähnten nichts dergleichen. Die Königin war gerührt. Immer waren die am freigebigsten, die am wenigsten hatten. Die Lyrier brachen erst am folgenden Nachmittag auf. Das ist sogar wirklich unrasiert, so. Derangiert und verkatert.
Mewe legte normalerweise großen Wert auf Disziplin, aber sie wusste, dass auch Soldaten bisweilen die Gelegenheit brauchten, sich zu entspannen. Das war mal ein Event. Einfach hin und feiern. Ich dachte die ganze Zeit, da passiert ist noch irgendwas Schlimmes, aber nö. Da ist kein Loot. Seht her und preiset unsere reiche Ernte. Preiset die blutige Herrin, die sich zu uns kehrte. Hauptsache, wir haben einfach ein Fest für die Herrin gefeiert. Da war mal ein kleiner Igel hier in meinem Garten und ich gab ihm was zu trinken, gab mein Blut zu zapfen. The fuck? Seht her. Seht. Okay, kennen wir schon. Werter Bade, spiel uns noch ein Lied. Da tanzen wir die ganze Nacht und mit uns tanzt der Schmied. Okay. Ich dachte, vielleicht kommt noch eine andere Strophe. Aber in der Tat ist dem nicht so. Dann holen wir uns jetzt die schlechte Moral. Und holen uns dann wieder die gute Moral. Einfach, damit wir 500 Gold kriegen. Und das Ereignis gelöst haben. Also, gelöst. In Anführungszeichen. Gut. Hep. 500 Gold. Schlechte Moral. Oder mittlere Moral mittlerweile. Und jetzt gehen wir da wieder hin. Und, kriegen gute Moral. Tschupp. So. Und jetzt, könnten wir theoretisch zur Hauptquest, oder müssten wir theoretisch zur Hauptquest, haben halt nur noch 3 Minuten, bis die normale Folgenlänge zu Ende ist. Ich würde demnach eher, weil das, die Hauptquests dauern immer ein Sekündchen länger, würde ich eher noch ein Gespräch anhören oder sowas. Also erstmal machen, gucken wir hier, was wir Neues haben. Marschbefehle, die kennen wir, gebe benachbarten Einheiten mit Befehl eine Ladung. Gibt diese Einheit eine Ladung. Ja, kennen wir ja schon. Ja. Ja. Genau, wir wollten ja reden. Mit Arnjolf können wir gar nicht reden. Setz dich, trink was und lern meine Männer kennen. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden, Weib. Ich bin nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Ich kämpfe in deiner Armee, um zu sterben. Einen guten, ehrenhaften Tod. Je schneller du mich zu ihm bringst, desto besser. Wenn ich fragen darf, warum suchst du den Tod? Nur der Tod kann meine Schande tilgen. Hast sicher schon meinen Spitznamen gehört. Arnjolf Vatermörder. Habe ich mir ehrlich verdient. Tod durch die Hand des eigenen Kindes. Schrecklich. So wird es auch mir ergehen, wenn ich den Krieg verliere. Aber hast du das auch verdient? Was? Ich habe Willem oft ungerecht behandelt. Ich habe ihn gescholten, vernachlässigt, aber... Vernachlässigt? Weib, mein Vater hat mich verprügelt, bis ich grün und blau war und rote Galle gespuckt hab. Hat gesoffen und geprügelt und gesoffen. Mein Bruder Ulf hat er zu Tode geprügelt. Meine Mutter hat sich das Leben genommen. Ich kenne deinen Sohn ja nicht, aber immerhin dich nur ein bisschen. Und weiß daher, ihr müsst euer Blut nicht vergießen. Ich habe mich gefragt, wofür steht diese Tätowierung auf deinem Kopf? Keine Tätowierung. Runen. Habe ich mit einem Messer reingeritzt. Mal ebenso. Die Methode spielt keine Rolle. Was bedeuten sie? Gut zielen. Für feindliche Schützen. Leider kann's wohl keiner lesen. Jedenfalls nicht auf die Entfernung. Und wenn sie näher kommen, ist es schon zu spät für sie. Bis dann, Arnjolf. Danke für diese Geschichte. Bis dann. Ja, Herrin? Ich hatte nie die Gelegenheit, dir zu danken. Ohne dich wären wir auf der Brücke in Mahakam gestorben. Ich habe nur meine Pflicht getan, Majestät. Bescheiden wie immer. Nach dem Krieg sollst du einen angemessenen Lohn erhalten. Herrin, ich will nur einen Lohn. Den Sieg. Ja. Ich habe noch anderes zu tun. Wie ihr wünscht. Den Sieg, den holen wir. Braucht ihr meine Hilfe? Bist du schon mal mit einer Armee gezogen?
Nein, aber es ist nicht halb so langweilig, wie ich erwartet hatte. Ihr habt faszinierende Reisegefährten. Ach ja? Wen denn zum Beispiel? Mal sehen. Dann diese ältere Frau, Isbel, nicht? Die ist vielleicht ein Kleinkopf. Wusstet ihr, dass sie glaubt, dass die Erde rund ist? Rund? Wie ein Ei? Und unter uns, dieser stille Typ, Xavier, der ist mir unheimlich. Liegt vielleicht daran, dass er ein Gesicht hat wie ein geschmolzenes Sahnebonbon. Und sonst? Ach ja, spielt lieber niemals Karten mit Gascon. Er ist ein arroganter Falschspieler. Oh, und wenn er behauptet, ich würde ihm was schulden, glaubt ihm nicht, er lügt. Und Renard, dieser Spaßvogel, immer für einen Scherz zu haben. Wie bitte? Jeden Tag sagt er, stillgestanden, zu mir. Bier ernst. Und einmal hat er gefragt, ob ich in der Gnomenarmee gedient habe. Ich kriege immer wieder Seitenstechen. Gründlich, Barnabas. Danke für die Informationen. Ich muss aufbrechen. Wart ihr die ganze Zeit hier? Bester Mann. Gut. Dann gucken wir mal. Der nächste Schritt waren 2000, ne? Genau, und dann 3000. Dann, denke ich, können wir uns hier an diesem Punkt für diese Folge verabschieden. Wir sind jetzt gut durchgekommen. Haben auch, glaube ich, von der ganzen Karte hier schon, ja, schon gut die Hälfte von Angrin. Wenn nicht sogar mehr. Na, hier scheint nicht ganz so viel zu sein. Und hier kommen wir wahrscheinlich auch relativ zügig durch. Also, ja, gut die Hälfte würde ich jetzt einfach mal tippen. Und gleich, hier ist die Hauptquest. Da werden wir wahrscheinlich Caldwell stellen. Und ja, bin ich mal drauf gespannt. Das sehen wir aber alles in der nächsten Folge. Tschüss.